Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. In der heutigen Podcast-Folge hatte ich Dr. Malte Meistering zu Besuch oder zu Gast. Und Malte arbeitet bei der Otto Group in Hamburg und ist dort für den Bereich Supply Chain Excellence zuständig. Die Otto Gruppe besteht schon seit 75 Jahren und die Otto Gruppe möchte ein Vorreiter sein, wenn es um moderne Anwendungen wie KI geht und auch die Supply Chain ständig weiterentwickeln. Malte erzählt uns ein bisschen aus dem Nähkästchen, was so die Schwerpunkte sind, mit denen sich die Otto-Gruppe im Supply Chain Management und der Supply Chain Excellence zurzeit beschäftigt. Wir bleiben natürlich zum Teil nur sehr allgemein. Ich werde aber unten auch noch mal ein paar offizielle Pressemitteilungen verlinken, dass ihr da auch bei den einzelnen Cases noch ein bisschen mehr nachlesen könnt. Und ich hoffe, in der knapp über halben Stunde, fast 40 Minuten in dem Interview, findet ihr einige Inspiration an Themen, die ihr euch vielleicht auch mal anschauen wollt. Malte hat es, glaube ich, sehr, sehr toll gemacht, wie er auch die Themen erklärt hat. Er hat auch einen Operations Research Hintergrund. Das merkt man auch sehr, sehr gut und kann dadurch die Themen auch sehr gut abstrahieren und erklären, rüberbringen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bleibt dran und hört rein in das Interview mit Malte Meistering. Hallo Malte, freut mich, dich beim Supply Chain College zu begrüßen. Moin Martin, ich freue mich sehr, hier zu sein. Malte, wenn ich so über deinen Lebenslauf gehe, auf LinkedIn zumindest, dann sehe ich, du hast an der Uni Hamburg promoviert, Operations Research. Du unterrichtest sogar noch, wenn ich es richtig gelesen habe. Bist über Hermes dann jetzt in die Otto-Gruppe gegangen und bist dort für den Bereich Supply Chain Excellence zuständig. Kannst du noch mal ein bisschen was zu dir erzählen, wenn du möchtest, gerne auch ausholen zu den genannten Stationen, ergänzen, korrigieren? Und was treibt dich so an? Ja, sehr gerne, Martin. Also, wie du richtig gesagt hast, habe ich an der Uni Hamburg promoviert. Vorab habe ich noch Wirtschaftsingenieur studiert, also Wirtschaftsingenieurwesen. Das heißt, ich bin von Hause aus halb BWLer, halb Ingenieur und habe mich dann entschieden im Rahmen quasi meiner Masterarbeit, die ich zum Thema Transportoptimierung geschrieben habe, dann tatsächlich eine Forschungsstelle an der Universität Hamburg anzunehmen im Operation Research Cluster. Und habe mich dort 4 Jahre lang der Forschung verschrieben und der Lehre. Da habe ich mich mit der Fragestellung beschäftigt, wie viel muss ein Unternehmen eigentlich wann von etwas produzieren oder bestellen, damit möglichst geringe Kosten, meistens in der Lagerung von Produkten entstehen, und gleichzeitig bestimmte Service-Level eingehalten werden können, obwohl die Nachfrage unsicher war. Also es quasi Unsicherheiten bezüglich der Anzahl und Menge an Produkten in dem Absatz gab. Genau, das habe ich gemacht und bin dann nach 4 Jahren, 2017, in die Wirtschaft gewechselt. Motivationsgründe dazu waren insbesondere, dass mich in der Forschung zwar die Themen extrem gereizt haben, aber das Arbeitsumfeld mir ein bisschen zu eindimensional und zu einzelkämpferisch war, sodass ich mehr Lust nochmal auf Team hatte. Und da habe ich mir in der Wirtschaft versprochen, dass das Team auch noch mehr im Vordergrund steht als in der Wissenschaft. Und genau, und habe das dort gefunden, hatte spannende Zeiten als strategischer Projektmanager in der Hermes Europe und bin dann in den Mutterkonzern 2020 gewechselt in die Otto Group Holding in den Bereich Supply Chain Management. Habe dort zunächst die Leitung von Mengen- und Kapazitätssteuerung in der Paketlogistik als Abteilungsleiter übernommen und bin dann Bereichsleiter für den Bereich Supply Chain Excellence geworden. Du hast gesagt, ich unterrichte noch. Ich habe im letzten Jahr eine Veranstaltung an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg übernommen, nämlich Methoden des Operation Research. Das habe ich aber einmalig als 3-Monats-Veranstaltung gemacht und bin immer so ein bisschen projektorientiert manchmal in bestimmten Veranstaltungen unterwegs, halte aber sehr gerne Vorträge auch an Universitäten als Gastvorlesung. Genau. Ja, perfekt. Was treibt mich an? Datenorientierung, Struktur und eben Team. Das sind so die 3 Stichpunkte, die mich persönlich antreiben. Ja, sehr gut. Aber da bist du ja in der Supply Chain gut aufgehoben, ne? Weil Supply Chain hat in der Regel große Teams, unheimlich viele Daten und auch viele strukturierte Prozesse. Oder sollte sie haben zumindest. Korrekt, das ist der Idealzustand. Ja, und Uni Hamburg hat mir auch im Vorgespräch schon gesprochen. Hatte ich auch schon Berührungspunkte in meinen alten Stationen, auch bei Carlsberg etc. Kann ich nur Gutes sagen mit den Masterstudenten, Doktoranden etc. Also hast du sicherlich einen riesen oder einen sehr guten Background, wenn ich das so sagen darf. Malte, die Otto-Gruppe, wir können natürlich aber auch allgemein reden, aber wir werden öfters mal bestimmt auch auf dein jetziges Unternehmen kommen, weil er sehr viele tolle Dinge macht, wie wir gleich erfahren werden. Ist ja als E-Commerce-Player auch wahrscheinlich sehr komplex aufgestellt mit ganz vielen
Partnern, nenne ich es jetzt einfach mal laienhaft. Wir gehen nachher vielleicht noch auf ein paar Details. Wie definierst du denn oder ihr bei Otto oder aber auch du persönlich die Supply Chain, so End-to-End? Was bedeutet End-to-End Supply Chain für dich? Das ist aus meiner Seite mal eine sehr philosophische Frage. Und es kommt total darauf an, mit wem man auch über das Thema spricht. Ja, also Supply Chain versteht ja jeder ein bisschen anders. Für mich persönlich beginnt die Supply Chain ganz vorne an der Produktion, also beim Sourcing, und geht hin bis zum Endkunden, bis zur Endkundin, beziehungsweise auch über den Retoureweg dann wieder zurück in die Lager. Und das bildet aus meiner Perspektive einmal die End-to-End-Supply Chain ab. Ich habe aber auch vollstes Verständnis, wenn verschiedene Kolleginnen bei uns aus den Konzerngesellschaften ihre Supply Chain ein bisschen anders definieren. Zum Beispiel, wenn ich mir eine Hermes Germany, die die Paketlogistik Last Mile im Wesentlichen ja, orchestriert, wenn die sagt, naja, meine Supply Chain beginnt bei der Übergabe eines Paketes aus einem Lagerbetrieb von einem meiner Händler. Und dann geht es in die Zustellung zum Endkunden oder zur Endkundin und da ist dann meine Supply Chain erstmal zu Ende, beziehungsweise der Rücktransport dann wieder der Retouren. Das ist dann eine andere Perspektive. Das heißt, je nach Geschäftsmodell und Geschäftsfeld gibt es bei uns in der Otto-Gruppe verschiedene Definitionen auch von Supply Chain. Habt ihr noch so die klassischen Funktionen, also ein bisschen so Procurement, nennen wir es mal Logistics, bei euch wahrscheinlich eher so unter der Hermes-Gruppe dann? Planung, habt ihr sowas auch? Eben Absatzplanung hattest du vorhin erwähnt. Operations, Herstellung, wie auch immer man nennen mag. Habt ihr noch so die klassischen Funktionen oder seid ihr schon einen Schritt weiter, dass ihr mehr so cross-funktionale Teams habt, die sich end-to-end um so eine Lieferkette kümmern? Genau, also da muss man ein bisschen unterscheiden. Also wir haben natürlich einmal zum einen unsere Händlerformate, die ja einfach das Handelsbusiness verantworten und das auch end-to-end verantworten. Das heißt vom Einkauf bis hin zur Zustellung, Retour in der operativen Steuerung. Das verantworten die alle end-to-end. So, und darüber hinaus hat die Otto-Gruppe für die verschiedenen Dienstleistungen, die end-to-end erbracht werden, auch noch einzelne Konzerngesellschaften. Ja, also zum Beispiel eine Otto International, die sich im Wesentlichen bei dem Thema Sourcing im Ganzen im Wesentlichen auseinandersetzt und dort Dienstleistungen anbietet für die Gruppe, aber auch für externe Mandanten. Dann gibt es das Thema Hermes International oder Supply Chain Solutions, die sich mit dem ganzen Thema Transport in der First Mile auseinandersetzen, also vom Herstellerland bis hin in die Häfen von Deutschland oder auch in die Lagerbetriebe. Und dann die Hermes Fulfillment, die die ganze Lagerlogistik macht, bis hin dann zu Hermes Germany, Hermes Österreich, Hermes UK, die dann für die Last Mile verantwortlich sind und wo wir auch cross-funktional über alle diese Konzerngesellschaften miteinander zusammenarbeiten. Die Verantwortung aber für die End-to-End-Gestaltung und Steuerung der Supply Chain in der operativen Ausgestaltung liegt dann jeweils bei den Händlern. Okay, spannend. Also es hört sich auf jeden Fall oder nach einem komplexen Konstrukt an. Und da möchte ich vielleicht auch mal fragen, je komplexer die Gesellschaften sind, und auch ich habe für sehr große Unternehmen vorher gearbeitet, jetzt bin ich auch bei einem recht großen Mittelständler, aber ich war bei noch größeren Konzernen früher angestellt. Und da war oft das Thema auch verschiedene Strategien, weil dann gibt es eben nicht die Top-Level vielleicht Strategie, die dann vom Unternehmen, von der Unternehmensstrategie in die Supply Chain-Strategie übersetzt wurde. Wie siehst du da eigentlich drauf? Also wie schafft ihr das eigentlich so ein bisschen, die Strategie, vor allem die Supply Chain Strategie im Gleichschritt zur Firmenstrategie zu gestalten? Oder habt ihr eben verschiedene Supply Chain Strategien, die alle einzahlen auf die übergeordnete Firmenstrategie? Und wie bringt ihr das unter einen Hut? Ja, die Frage ist ja vielschichtig, die du genannt hast. Also im Wesentlichen erstmal die Strategie der Otto Group, also der Holding im Wesentlichen verantwortlich für über 123 Konzerngesellschaften, also ein wirklich großer Laden mit über 40.000 Mitarbeitenden, heißt Responsible Commerce that inspires. Also verantwortungsvoll wirtschaften und handeln. Ja, und dafür braucht es klare Ziele und klare Vorstellungen, wie man die erreicht. Und das Ziel ist natürlich auch Wachstum, aber fokussierter Wachstum. Ja, und das ist so der wesentliche Part, die Vision der Otto-Gruppe. Und das Ganze jetzt zu übersetzen in, was bedeutet das für Supply Chains, ist es eben zu verstehen, dass wir als Holding
hier Leitplanken setzen für die ganzen Konzerngesellschaften, die zu uns gehören. Die Supply, also die Konzerngesellschaften, aber dann wiederum selber verantwortlich sind innerhalb dieser Leitplanken, je nachdem, wie ihr Geschäftsmodell ausgesteuert ist, auch dann sich zu positionieren. Ja, das ist ein Unterschied zu einem, quasi zu einem einzelnen Gesellschaft, sodass wir hier eigentlich aus einer Holding-Perspektive im Wesentlichen Impulse geben, Leitplanken setzen und auf der anderen Seite natürlich auch die Konzerngesellschaft dabei zu unterstützen, eben auch diese Leitplanken einzuhalten. Eine Frage, kann das sein, dass ihr dann auch, also ihr habt dann eine Teilstrategie, wo man eher die effiziente, ich bleibe ein bisschen allgemein, ne, effiziente Supply Chain braucht und dann gibt es wieder für einen anderen Teil des Geschäftes, wo ihr eher die agile Supply Chain, die mehr Komplexität, Produktvielfalt, was auch immer, ne, andere Servicelösungen für die Kunden handeln muss. Und vielleicht die Frage dahinterher, um die es mir eigentlich geht, du leitest ja oder verantwortest Supply Chain Excellence. Also ich gehe davon aus, treibt ihr Innovationen etc. Was für einen Einfluss haben die verschiedenen Strategien dann auf die Innovationen, die du mit deinem Team zum Beispiel versuchst, voranzubringen? Wir haben je Geschäftsmodell, gibt es verschiedene Endkundinnen, die in unserem Fokus sind. Ja, und entsprechend dieser Endkundinnen-Needs wird natürlich auch die entsprechende Supply Chain-Strategie ausgesteuert. Es gibt also bei uns Geschäftsmodelle, die sehr auf Geschwindigkeit unterwegs sind, also wo es wirklich wichtig ist, auch sich über den Service Geschwindigkeit, also Bestellung bis Endkundenlieferung zu ja, also quasi als Wettbewerbsfaktor einfließen zu lassen und so natürlich dann auch die Supply Chain auszugestalten. Dann spielt da der Faktor Kosten vielleicht nicht die erste Rolle, sondern die zweite, weil die hinter dem Faktor Services hintersteht. Und es gibt andere Geschäftsmodelle, wo wir dann schauen, dass eher die Effizienz der Supply Chain im Vordergrund steht und dann entsprechend das ausgesteuert wird. Und natürlich müssen wir in unseren Leitbildern und in unseren Leitplanken dann immer darauf aufpassen, dass wir die Möglichkeit geben, dass im Rahmen der operativen Geschäftsmodelle jedes Ziel erreichbar ist. Ja, das ist immer dann der Balanceakt bei den Leitplanken. Und für das Thema Innovation treibt uns im Wesentlichen, treiben uns beide Faktoren, der Faktor Kosten, aber auch der Faktor Performance, weil beides auch das Kundenerlebnis für unsere Händler eben Einfluss hat. Kosten, weil wir dann entsprechend wettbewerbsfähige Preise auch anbieten und entsprechend Service, weil wir eben das die Kundenerwartung gemäß des Service Levels auch matchen. Und das sind jeweils eben Faktoren, die für uns im Innovationsmanagement sehr wichtig sind und die wir auch jeweils in der Bewertung von Innovationsideen ganz stark in den Fokus stellen. Ja, jedes Mal gibt es einen Business Case und da wird der Business Impact kalkuliert. Und der Business Impact hat immer den Endkunden im Fokus. Wenn wir über Business Impact reden, eine Frage, so ein bisschen kurzfristige Problemlösungen versus vielleicht wirklich langfristige Innovationen, wo manchmal auch schwer zu messen ist, wie gut wirklich oder ob der Impact auch wirklich so realisiert werden kann, den man sich vorgenommen im Business Case. Bei dir im Supply Chain Excellence macht ihr auch einige kurzfristige Optimierungen oder fokussiert ihr euch eher auf die mehrjährigen grundlegenden Veränderungen. Hast du da ein paar Beispiele oder einen Mix auch aus den Themen, die du ansprechen kannst? Ja, also unser Fokus als strategische Holding-Einheit liegt im Wesentlichen auf den langfristigen Themen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch irgendwie kurzfristige Problemlöser sind, irgendwie als Beratungseinheit, die dann eben von den Konzerngesellschaften beauftragt wird, kurzfristig auch einzuspringen und Logistikberatung zu machen. Aber wenn es um neue Technologien geht, dann sprechen wir wirklich über Langfristigkeit. Ja, und wir haben als Otto-Gruppe wirklich eine große Geschichte und eine Tradition. Ja, wir wurden 1994, nicht 94, sondern 49 gegründet. Das heißt, wir feiern dieses Jahr 75. Jubiläum. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass wir uns schnell und flexibel auch anpassen müssen, um jeweils zukunftsfähig zu sein. Die meisten von den Zuhörern kennen wahrscheinlich noch den Otto-Katalog. Ja, der Katalog gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Wir sind ein kompletter Marktplatz, ähnlich wie es eben auch an Amazon ist. Entsprechend sind wir neu aufgestellt und ganz anders mittlerweile unterwegs und haben im Laufe der Zeit immer wieder für uns festgestellt, dass wir uns anpassen müssen und das auch nach vorne wichtig ist. Wir sind als Otto-Gruppe immer an langfristigen Entwicklungen interessiert.
Das heißt nicht, dass wir irgendwie die Kurzfristigkeit irgendwie vernachlässigen, aber insbesondere bei den Themen Robotics, wo wir auch Partnerschaften in diesem Jahr eingegangen sind oder im letzten Jahr eingegangen sind, sind wir langfristig orientiert. Das heißt, das ist unser Fokus. Ja, interessant. Also da gibt es ja auch, vielleicht kann man das ja auch verlinken, das sind ja offizielle Pressemitteilungen, ne, welche Ja. Partnerschaften ihr da eingegangen seid. Für die, die es interessiert, in den Shownotes werde ich mal ein paar Links offizielle reinkopieren, dass ihr da mal nachlesen könnt im Detail, was für Partner sind das, um welche Themen geht es dort genau. Mir fallen da gerade zwei Fragen noch dazu ein, was du gesagt hast, Malte. Du hast einmal Partnerschaften erwähnt. Mir geht es jetzt gar nicht so drum um die Partner, sondern eher, entwickelt ihr auch Lösungen in-house, weil je größer die Unternehmen werden, jetzt wie bei meiner Vergangenheit Carlsberg, Unilever etc., die haben auch wirkliche Teams und Hubs aufgebaut, wo man auch wirkliche KI-Lösungen, ich bleibe mal so allgemein, ne, intern entwickelt hat, Algorithmen selber geschrieben hat, Programme, Apps selber geschrieben hat. Macht ihr auch solche Dinge oder kauft ihr euch vorrangig oder vorrangig Themen ein oder Intelligenz und Wissen ein? Ja, also wir machen beides. Ja, wir machen sowohl Make als auch Buy und insbesondere in unseren Konzerngesellschaften, je nach Größe tatsächlich, haben wir auch oder haben wir sehr große Teams, die sich auch mit dem Thema KI in-house beschäftigen und auch selbstständige Lösungen oder an Lösungen arbeiten und diese ja, ausgestalten. Gleichzeitig sind wir als Holding-Einheit, wir haben keine quasi eigene im SCM-Bereich, keine eigene KI-Einheit, die das irgendwie programmiert, sondern wir schauen im Wesentlichen uns den Markt an und schauen über den Tellerrand. Das ist auch so ein bisschen die Verantwortlichkeit, die wir abgrenzen. Das heißt, die Konzerngesellschaften sind im Wesentlichen auch in der Make quasi Weg unterwegs. Aber wir als Holding-Einheit haben die Aufgabe, entsprechend über den Tellerrand hinauszuschauen, was das selber machen betrifft und auch zu schauen, was macht Sinn, irgendwie von außerhalb einzubeziehen und wo man eben neue Technologien dann auch frühzeitig sich ja, aneignen kann und auch dann mit Partnern eben gemeinsam an Lösungen weiterzuarbeiten. Hier ein ganz kurzer unbezahlter Werbeblock. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Paretos. Paretos ist darauf spezialisiert, komplexe Abläufe mit Hilfe von KI zu optimieren, anstatt zum Beispiel mit Excel. Mit Paretos lassen sich Optimierungsmaßnahmen und Zukunftsszenarien besser, schneller und skalierbarer ermitteln als mit marktüblichen Tools. Paretos bietet eine bedienungsfreundliche oder bedienerfreundliche Decision Intelligence Software, zeigt ungenutzte Potenziale in den Unternehmen auf und hilft den Teams, sich entsprechend zu optimieren oder zu einer besseren Entscheidungsfindung zu kommen. Und das ganz ohne Vorkenntnisse oder Expertise im Bereich von Data Science. No more bad decisions, dank Paretos. Falls euch das Thema interessiert, schaut doch mal auf der Homepage von Paretos vorbei. Dieser Podcast und noch folgende Podcasts sind in Zusammenarbeit mit Paretos entstanden. Das ist unbezahlte Werbung. Wir haben eine reine Kooperation, weil zum einen liegt es mir am Herzen, auf Lösungsfindungen, vor allem auch mal in Deutschland, in Europa entwickelt, aufmerksam zu machen, die Supply Chain, das Supply Chain Management, die Supply Chain Steuerung, die Supply Chain Planung optimieren können und verbessern. Und zum anderen gibt mir im Gegenzug für die kleine Reichweite, die ich mit dem Supply Chain College bieten kann, hilft mir Paretos auch interessanter Gesprächspartner für euch, für das Publikum, die Zuhörer und Zuschauer zu finden. Ich finde, Paretos macht einen sehr guten Eindruck. Sie arbeiten meiner Meinung nach genau in den richtigen Themen. Setzt euch doch mal mit ihrem Produkt, ihren Lösungen und dem Unternehmen auseinander. Und ja, schaut mal auf der Homepage, LinkedIn etc. vorbei. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Insofern Problemstellungen in dem Bereich Decision Intelligence, Supply Chain Planung, Supply Chain Optimierung in eurem Unternehmen oder Startup etc. vorliegen habt. Und nun weiter im Podcast. Die andere Frage war, du hattest den Ausdruck so KI-basierte Roboter. Also es ist nicht mein Steckenpferd, ne? Entschuldige, wenn ich das sehr laienhaft frage. Ich mache mal ein Beispiel. In meiner Vergangenheit sind wir, oder in jüngsten Vergangenheit sind wir so Themen wie in Lagerhäusern, so, ich nenne es mal Putzroboter. Das sind nicht die kleinen, ne, die zu Hause rumfahren, die Rumbas oder so, sondern wirklich riesen Geräte, die auch mal eine ganze Flasche oder irgendwas aufsaugen und reinigen können. Ist das schon KI-basiert, oder weniger? Was verstehst du oder wie definierst du KI-basierte Robotik? Genau, also für mich ist KI-basierte Robotik, da geht es quasi darüber hinaus an wirklich der Hardware-Robotik. Ja, wir kennen ja irgendwie, also Roboter gibt es seit mehreren Jahrzehnten im Einsatz, insbesondere in sehr geordneten Umgebungen. Und wenn ich über KI-basierte Robotik oder
Also wir bei uns im Bereich Supply Chain Management über KI-basierte Robotik sprechen, dann reden wir über Roboter, die sich selbstständig in chaotischen und ungeordneten Systemen zurechtfinden und ihre Aufgaben eben erledigen können. Das heißt, dass sie mit Dingen, die ansonsten in der Regel in der Vergangenheit nur Menschen erfüllen konnten, weil sie mit irgendwie ungeplanten Situationen konfrontiert waren, eben umgehen können, sich entsprechend ihrer Verhaltensmuster anpassen können und trotzdem ihre Aufgabe erfüllen können. Mach mal ein Beispiel. Wenn wir uns die Seefrachtcontainerentladung irgendwie mit Normkartons anschauen, dann ist das ja eigentlich ein sehr strukturierter Raum. Ja. Wir haben quasi so einen rechteckigen Raum. Irgendwie, man erwartet jetzt, dass die Collies, die da drin stehen, die Normkartons alle irgendwie schön geordnet sind. Und dass man dann das Ganze mit einem quasi Tetris rückwärts gespielt, also einer Entladung, dann sauber entladen kann und dass man da eigentlich auch einen statischen Roboter reinstellen kann, ohne große Intelligenz. So, jetzt sind aber diese Wechselbrücken in der Regel irgendwie auch mit Beulen versehen. Das heißt, sie haben irgendwie Ecken und Kanten, die irgendwie nicht, ja, die ja dann nicht vorhersehbar sind, oder die Kartons sind irgendwie verrutscht, irgendwie nicht ganz sauber gestapelt. Da würde jetzt ein Roboter, der irgendwie nicht über KI-basierte Logiken verfolgt, an seine Grenzen kommen. So, oder die Aufgabe nicht erledigen können. Und da kommen dann eben die KI-basierten Roboter ins Spiel, die dann eben diesen chaotischen Situationen umgehen können, entsprechend ihrer Logik anpassen können und trotzdem ihre Aufgaben erfüllen können. Und sind das auch so, wie nennt man das, Cobots? Also arbeitet da auch noch ein Mitarbeiter physisch mit dem Roboter oder macht der Roboter das schon alleine? Also interagiert Mensch-Maschine oder weniger? Das kommt ein bisschen auf den Fall an. Es gibt beides, aber grundsätzlich ist es immer ein Zusammenwirken zwischen Mensch und Maschine, und der Mensch fährt irgendwie den Roboter dann auch zu seinem Einsatzort und dann agiert der Roboter dort in seinem Einsatzort, aber autark. Genau. Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel zum Beispiel mit der Seebrücke-Entladung bin. Ja, sehr gut, danke. Malte, du hattest mir gegenüber erwähnt, dass ihr in der Otto-Gruppe versucht, was so künstliche Intelligenz etc. betrifft, so eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und ich glaube, jetzt als Außenstehender beobachtet, der Kunde von euch eher ist, ne, als ihr dort gearbeitet habt, ich glaube, ihr seid auch in einem Marktumfeld, was weniger reguliert ist als bei mir jetzt in der Medizin, Medical Supply Branche etc. Und ein Riesendruck ist, ständige Veränderung ist. Ne? Das heißt, daher kommt ja wahrscheinlich euer ständiger Antrieb, euch weiterzuentwickeln, besser zu werden. Und aber die Vorreiterrolle, die ihr dort versucht einzunehmen, hast du mal ein paar Beispiele, die du mit uns teilen kannst, den Zuhörern, wo ihr in Vorreiterrolle gegangen seid, und auch vielleicht auch deine ganz persönliche Meinung, unabhängig von deinem Arbeitgeber. Wo glaubst du, liegt das größte Potenzial? Also geht es so um Generative AI und andere Themen, ne? Magst du da mal ein bisschen so deine Gedanken teilen? Ja, sehr gerne. Also das Thema Generative AI ist ja seit also circa einem Jahr in aller Ohr und aller Munde. Und da geht es ja vor allen Dingen um wirklich digitale Sprachfähigkeiten. Also das Schöne daran ist, dass plötzlich jeder Mensch, der Zugang zu irgendwie einem iPhone oder zu einem Smartphone im Allgemeinen hat, plötzlich quasi künstliche Intelligenz zum Anfassen hat oder zum Sprechen hatte. Und man sieht, wie Dinge erstellt werden von einer Intelligenz, die irgendwie auf einem Computerchip ist und die tatsächlich verblüffend gute Ergebnisse erzeugt. So, das lässt sich natürlich im gesamten E-Commerce, sei es bei Produktbeschreibungen und so weiter, sehr gut auch verwenden. Auch bei der Produktgestaltung, wenn ich mir an die Bilder anschaue, die man erstellen kann, da kann ich ja extrem gute Marketings und irgendwie Modelle auch irgendwie total schnell erstellen lassen und irgendwie gut auch für den Webshop generieren lassen. So, ich glaube, da gibt es viele Anwendungsfälle im Bereich einfach E-Commerce im Handeln. Ich glaube, dass und da sind wir als Otto-Gruppe zum einen, was die Anwendung in den Anwendungsfällen betrifft, schon sehr gut aufgestellt. Nutzen wir das Ganze auch. Wir haben auch ein OGPT, also ein Otto-Group-internen Chat-GPT, der allen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt wird, um eben dort, wo es Sinn macht, auch ihre eigenen Tätigkeiten durch generative AI zu unterstützen. Ich Ganz glaube, da spannend. sind wir schon als Otto-Gruppe extrem weit, wo wir aus meiner Sicht wirklich den Unterschied machen. Das ist das Thema eben Robotics in der Logistik und wo
wir eben mit diesen KI-basierten Robotics und den Partnerschaften, die wir dort haben, mit Covariant, das ist das eine, und das andere ist das Thema Boston Dynamics, dass wir da wirklich in Europa einer der ersten Firmen sind, die das wirklich quasi in der strategischen Ausrichtung auch angehen als Anwender. Ja, spannend. Und diese internen, sage ich mal, GPTs, habt ihr dann auch wirklich, ohne jetzt natürlich Internas zu verraten, aber habt ihr da richtig Zugriff dann als Mitarbeiter auch auf grundlegende Daten? Oder ist es nur sehr allgemein für die Ideengenerierung? Oder könnt ihr auch fragen, analysiere mir das und das Ergebnis oder guck mal in die Tabelle, was ist so der Schwerpunkt, ne, was ihr da in den Daten lesen könnt? Kann man das dafür auch schon verwenden? Also wir können Daten, also oder wir können in diesem OGPT kann man Dokumente auch hochladen und analysieren lassen. Also Ah, selber super. Daten hochladen und analysieren lassen und die künstliche Intelligenz zum Beispiel für die Zusammenfassung von bestimmten Dokumenten dann nutzen oder auch fragen, kannst du mir folgende Excel-Tabelle auswerten? Das funktioniert. Ah, super. Und vielleicht, wenn wir gerade beim Thema Daten sind, das spüre ich aber auch bei mir in meinem Berufsalltag regelmäßig. Es gibt so viele Anbieter, die verschiedene Themen bespielen. Du hast jetzt Robotics-Themen genannt. Wir sind ja zusammengekommen über zum Beispiel Paretos, die so ein bisschen auch diese End-to-End-Planungswelt, Decision Intelligence, vielleicht haben wir noch kurz Zeit drauf zu kommen, optimieren. Ich habe letztens was gemacht mit Product Mining, mit einem Scale-up aus München in der Firma. Also immer Daten, Daten, Daten. Und die Frage ist halt, es werden ja eher mehr Daten, auch die wir wahrscheinlich generieren über diese ganzen Tools. Wie verändert sich aus deiner Sicht und bei euch auch dieses Datenthema? Also es geht ja nicht nur um Stammdaten, sondern auch die Menge der Daten. Manche Unternehmen nennen das Data Lakes. Viele haben es noch in Business Warehäusern, wo das irgendwie mehr strukturiert ist. Kannst du da was sagen, was das bedeutet, was für Grundlagen vielleicht dann neu geschaffen werden müssen, um überhaupt mit dieser schieren Vielfalt an Daten umzugehen und die ganzen Intelligenzen anzusteuern am Ende vom Tag? Ja, also ich bin jetzt nur, um das einmal einzuordnen, ich bin jetzt kein IT-Experte, insbesondere kein Data Warehouse-Experte oder Data Lake-Experte. Da gibt es, glaube ich, andere bei uns im Unternehmen, die da deutlich fundiertere Antworten zu geben können. Ich spreche mal eher aus der Anwenderperspektive, aus Gerne. jemand, der das irgendwie nutzt. Und zwar sind wir, wie du schon sagtest, wir arbeiten mit einem Startup zusammen als Holding-Funktion und testen verschiedene Use Cases mit den Kolleginnen aus Heidelberg, Paretos. Dort schauen wir uns insbesondere so Forecasting-Themen an. Also wie können wir mit KI bessere Vorhersagen für bestimmte Anwendungsfälle eben in der Supply Chain nehmen, insbesondere dann, um irgendwie besser Kapazitäten zu planen. So, das heißt, wir haben ja heute schon Modelle in unseren Firmen und unserer Wertschöpfungskette, die Entscheidungen treffen auf Basis von Vorhersagemodellen. Und was wir in der Vergangenheit immer gemerkt haben, ist, dass unsere Vorhersagen, die wir selber generieren, nicht unbedingt immer genau, nicht unbedingt in den Korridoren unterwegs sind, wo wir uns das vorgestellt haben, um eben die Kapazitätsplanung drauf zu gestalten. So, und wir haben in den letzten Jahren aber sehr strukturiert Daten gesammelt, auch parallel irgendwie zum Beispiel Aktionsformate, irgendwie Verkaufsformate, Sonderverkäufe, irgendwie Prozentaktionen, Rabatte und so weiter, auch parallel schon gesammelt mit den Mengen, die dann dazu jeweils aus den in der Logistik angekommen sind. Und können jetzt in der Logistik darauf zurückgreifen und sagen, wie kann man jetzt diese Daten nutzen, um diese zum Beispiel einer künstlichen Intelligenz zu geben, damit wir dann auf Basis der Vergangenheitsdaten die Zukunft besser vorhersagen können. Und da sind wir natürlich quasi, ist in den letzten Jahren unglaublich viel Daten, unglaublich viele Daten zustande gekommen. Und eine Herausforderung ist es jetzt, die natürlich dann immer zu strukturieren und dann diesen künstlichen Intelligenzen auch zuzuführen. Punkt. Ich weiß Ja, nicht, ob ich genau perfekt. jetzt deine Frage beantwortet Das habe passt. oder.
Nein, das war sehr, sehr gut. Und vor allem, das ist ja das Interessante. Also ich wollte auch eher aus der Praxis, ne? So ist auch das Supply Chain College eigentlich entstanden, aus der Praxis Themen bringen, als es im Detail alles zu verstehen und zu erklären oder erläutern hier. Und ich wäre dann auch nicht der richtige Gesprächspartner für ganz viele Themen, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte noch mal ganz kurz bei dem Thema mit Advanced Planning versus vielleicht KI und so weiter bleiben, also das Paretos-Thema. Mir geht es aber mehr um deinen Hintergrund mit der Uni Hamburg, weil ich ja auch am Anfang gesagt hatte, ich habe selber Berührungspunkte beruflich schon ein paar Mal mit der Uni Hamburg gehabt. Und die Uni Hamburg, gerade in dem Verkehrsinstitut, Logistikinstitut, wie auch immer sich das genannt hat, ne, ist ja auf diese mathematischen Modellierungen spezialisiert. Also gehe ich davon aus, du bist da auch ein Crack, der selber zig Algorithmen schreiben könnte, etc. pp. Warum sind diese mathematischen Modelle vielleicht nicht mehr also die sind gut, aber nicht mehr zeitgemäß? Kannst du da was erklären aus deiner, wirklich jetzt aus deiner Fachsicht? Jetzt geht es mir gar nicht um die Otto-Gruppe. Wie würdest du das Ja. abgrenzen? Warum braucht man so Tools wie Paretos, egal welche Anbieter jetzt am Ende vom Tag? Genau. Also ich weiß nicht, ob ich noch die ganzen Algorithmen schreiben könnte. Ich konnte sie mal schreiben oder ich konnte zumindest die Problemstellungen modellieren und dann entsprechend durch Software lösen lassen, um das mal quasi nochmal einzuordnen. Ja, ich versuche das mal kurz in meinen eigenen Worten darzustellen. Also klassischerweise in der Advanced Planning Systeme oder ein klassisches Advanced Planning System hat als Aufgabe wirklich verschiedene logistische oder irgendwie Supply Chain Problemstellungen in verschiedenen Aggregationsformen zu lösen und einem Anwender entsprechende Handlungsempfehlungen an die Hand zu geben. Dabei greift so ein klassisches Advanced Planning System auf mathematische Modelle zurück. Wie zum Beispiel irgendwie ein Produktionsplanungsproblem oder ein Tourenoptimierungsproblem, die wiederum auf Daten aufbauen, die ich als Anwender diesem Modell zur Verfügung stellen muss. Das heißt, ich muss das Modell füttern. So, und leider ist die Realität jetzt so, dass diese Daten in der Regel nicht deterministisch sind, also nicht sicher sind, sondern die unterliegen Unsicherheiten. Weil ich weiß zum Beispiel nicht, wie viele Produkte mein Kunde nächste Woche nachfragen wird. Zumindest in vielen quasi Praxisbezugsbeispielen ist das so. Und deswegen ist die Frage, wie können jetzt diese Modelle, die mathematischen Modelle, mit dieser Unsicherheit umgehen, ohne dabei jetzt extrem viel Sicherheitsbestände aufzubauen, weil die gegen meine Kosten gehen würden. Und da ist ein Thema, da würde ich sagen, da hat KI einen großen Impact, weil ich nämlich für diese Vorhersagemodelle, also die Daten, mit denen ich die Modelle füttere, dass ich diese durch die KI quasi besser vorhersage. Besser ist ein schwieriger Begriff in der Hinsicht. Aber zumindest mit weniger Streuung um den realen Wert vorhersage. Das ist der eine Anwendungsfall. Das heißt, viele Anwendungsfälle, die wir auch in der Otto-Gruppe uns anschauen, sind eben, wie kann ich besser Vorhersagen mit KI-basierten Prognostikmodellen erzeugen, als ich es in der Vergangenheit getan habe. Der zweite Part ist, wo ich mir vorstellen kann, dass KI unterstützend sein kann, ist bei der Auswahl der Modelle, die ich jeweils zum Lösen der Problemstelle nutze. Das heißt, ich habe ja oft nicht nur eine Zielstellung, also nicht irgendwie nur, ich möchte irgendwie möglichst Kosten optimieren und habe folgende Nebenbedingungen, sondern ich könnte ja auch genauso sagen, ich habe neben den Kosten auch noch irgendwie ein Service-Level, was ich erfüllen möchte. Und das ist nicht unbedingt immer das gleiche mathematische Modell, was ich dann löse. Und die Entscheidung, welches Modell ich dann nutze, ob Kosten oder Service, das kann ich auf Basis von Vergangenheitsdaten auch einer KI überlassen und mir dann mit Hilfe der KI mögliche Entscheidungspunkte generieren lassen, auf die ich dann als Entscheider, also als Anwender, wiederum dann Einfluss nehmen kann und sagen kann, wenn ich irgendwie 95% Service Level haben möchte, dann habe ich folgende Optionen A, B, C, die zu drei verschiedene Kostensätze führen. Und dann kann ich mich entscheiden, nehme ich dann den günstigsten zum Beispiel. Ja, sehr gut. Und du hast gerade von Entscheidern oder Anwendern gesprochen. Hat sich das geändert jetzt im Wechsel zu KI oder sind es noch die gleichen Personen, die gleichen Arbeitsplätze, Absatzplaner, wie auch immer ihr das bei euch nennt, ne, und so weiter, die damit arbeiten? Hast du da ein Insight für uns?
Also im Wesentlichen sind das bei uns noch dieselben Personen. Ja, Sehr da gut. verändert sich noch das Aufgabenbild dann sukzessive, aber Schritt für Schritt. Und die Personen, die das auch mit, weiß nicht, vielleicht mit Excel vorher gemacht haben, die machen das heute auch und sitzen in diesen, aber auch da sind wir ja noch in Frühphasen oft unterwegs, ja. Sitzen dann gemeinsam mit Partnern oder auch, also in-house oder quasi externen Partnern dann in den Projekten zusammen, weil das sind auch die Kolleginnen, die nachher irgendwie das Wissen haben und Wissensträger auch bei uns in den Unternehmen sind. Und die sind unglaublich wichtig, um die Prozessgestaltung der Zukunft mit voranzutreiben. Und das ist mir auch sehr wichtig hier, dass es immer eine Hand-in-Hand-Thematik ist, dass es immer zwischen Mensch und Maschine hier das Zusammenspiel ist. Und das ist unabhängig, ob wir jetzt über KI-basierte Robotik sprechen, auch hier ist Mensch und Maschine im Einklang wichtig, aber auch wenn wir uns so Bestandsplanung oder Absatzplanung anschauen, auch hier ist immer Anwender und die Intelligenz wichtig. Die Intelligenz wird uns nur Handlungsempfehlungen geben. Die Entscheidung muss jeweils nachher der Anwender treffen. Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Und ich glaube, weil wir wollten ja heute nur einen kleinen Sneak Peek machen und vielleicht alle, die zuhören, zuschauen, kommentiert doch mal unter dem Video oder sendet mir eine E-Mail etc., was für Themen ihr vielleicht mal noch vertiefen wolltet, weil eben Malte könnte noch über viel, viel mehr Themen ausführlich reden. Aber ich fand das jetzt so ein tolles Ende, vor allem auch im Sinne von weniger Angst zu haben, ne, vor der Veränderung. Wir werden nicht alle wegrationalisiert. Wir können vielleicht sogar bessere, coolere Dinge machen in unseren Jobs, um es ganz laienhaft jetzt mal zu formulieren. Aber Malte, zum Schluss, weil du der Gast bist, würde ich dich noch bitten, noch ein paar letzte Worte mitzugeben. Also, wo möchtest du noch hin auf der ganzen Lernreise? Und was möchtest du vielleicht noch den Zuhörern, Zuschauern mitgeben, um eben keine Angst zu haben vor den anstehenden Veränderungen? Genau, also vielleicht einmal den Punkt nochmal aufzugreifen, den du genannt hast. Also wir als Anwender, als Supply Chain ExpertInnen, als Supply Chain Leader, wir haben den Auftrag, auch hier die Prozesse nach vorne aktiv mitzugestalten. Und dafür haben wir die Möglichkeit. Und daran möchte ich appellieren an alle hungrigen Supply Chain Experten, bleibt auch quasi offen für neue Themen. Bin fest davon überzeugt, dass KI unsere Arbeitsplätze neu gestaltet. Und ihr seid ein wesentlicher Part oder wir sind alle ein wesentlicher Part davon, diese Gestaltung aktiv mitzutreiben. Das heißt, nutzt jetzt die Chance, an diesen Gestaltungen mit teilzunehmen. Und genau, das ist eigentlich mein Appell an alle, die im Bereich Supply Chain unterwegs sind, weil ich bin davon überzeugt, dass der Supply Chain-Bereich wirklich viele Einsatzmöglichkeiten von KI oder für KI bietet und dann tatsächlich auch irgendwie unser Leben, aller Leben ein wenig einfacher macht. Genau. Und ich freue mich persönlich auf all das, was kommt. Und ich bin mir sicher, dass es im Bereich Logistik, Supply Chain Management überhaupt nicht langweilig wird. Und das finde ich am allerspannendsten an diesem Bereich. Ja, perfekt. Das sind doch tolle Schlussworte. Malte, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Zuschauer, Zuhörer. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Danke dir, Martin. Das war schon das kurze Interview mit Malte. Mit Malte haben wir, wie es im Intro schon gesagt hat oder angedeutet oder versprochen hatte, hatten wir einige allgemeine Supply Chain Trends angesprochen. Wir haben auch hier und da über die Otto-Gruppe selbst gesprochen, mit den Themen, die sie zurzeit beschäftigt. Und kommentiert doch mal unter dem Video. Kommentiert unter dem Podcast oder per E-Mail, was euch inspiriert hat, was ihr mitgenommen habt für euch. Stellt Fragen, was ihr vielleicht von Malte nochmal hören wolltet, weil wir waren ja doch durch so viele Themen gegangen in so kurzer Zeit, dass wir nirgends in die Tiefe gehen konnten. Und vielleicht können wir ja Malte nochmal ermutigen, hier vorbeizuschauen beim Supply Chain College und vielleicht auch mal eine Spezialfolge zu einem Spezialthema zu machen. Kann auch eine kürzere Folge werden. Also lasst mich doch mal wissen, was euch da interessieren würde. Und wie immer zum Schluss. Ein Daumen hoch wäre klasse, ein Abo wäre klasse, weiterempfehlen, überteilen wäre genial, 5 Sterne bei Spotify als Beispiel wäre toll. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.